Wir machen einen Versuch. Wir probieren tatsächlich über ein Gefühl reden. Das Gefühl heisst Freundschaft. Ihr merkt auch, dass wir ein bisschen am Umstackeln sind, weil es ist eigentlich schwierig, das, was wir zwei zum Beispiel haben, in Worte zu fassen und auf den Punkt zu bringen. Das ist schwer. Und trotzdem probieren wir es. Und es gibt Menschen, die tun sich das auch als Lebensinhalt machen. Wir haben einen Experten, einen Freundesexperten, den Herr Dr. Krüger. Der macht tatsächlich nichts anderes, als sich mit dem Phänomen Freundschaft auseinanderzusetzen. Jetzt weiss ich gar nicht, Ivo, von wo ist der Herr Dr. Krüger? Von Berlin. Von Berlin. Und darum wird jetzt eine Leitung nach Berlin aufgebaut. Ui, hä? Das sind wie noch in den 70er Jahren. Ist klar. Wollen wir ihn gerade anrufen? Also, du kannst ja noch doch, also, wenn, also kommen Leute an. Jetzt rufen wir dem an. Wenn ihr mal schauen, wer abnimmt. Mal schauen, wie er aussieht. So sieht er aus. So. Muss ich jetzt mit dem Hochdeutsch reden, oder versteht er mich? Ja, müsstest du wahrscheinlich Hochdeutsch. Oh, also. Hui, jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös. So, schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Dr. Krüger, hier ist Rehmann. Schönen guten Tag. Hallo, ich stehe gerade neben meinem allerbesten Freund, neben dem Patrick. Und meine Kollegin, die Bettina, steht im selben Augenblick neben ihrem besten Freund, dem Bruno. Und wir versuchen zu erörtern, was das ist, was uns zwischeneinander so stark verbindet. Das ist mehr als nur einfach ein netter Mensch. Das ist emotional für uns alle vier ganz, ganz wichtig. Wir würden sogar sagen, überlebenswichtig. Und wir sind völlig überfordert mit diesem Gefühl. Und deshalb rufen wir an und wollen wissen, was ist das für ein Gefühl und woher kommt das und wieso gibt's das? Ja. Das könnten Sie mir jetzt erklären. Na, ich denke zunächst einmal, eine Freundschaft ist ja eine innige Beziehung, wo ich mich A, auf einen Menschen absolut verlassen kann, wo ich weiß, der andere ist wirklich für mich da und ich fühle mich vom anderen verstanden. Und wir brauchen solche intensiven Beziehungen, weil es zwei Gefährdungen im Leben gibt. Das eine ist Unsicherheit und das andere ist Einsamkeit. Und wir brauchen im Leben solche Beziehungen, wo ich weiß, der andere ist wirklich immer für mich da, um mich im Leben tief aufgehoben zu fühlen. Mhm. Und was qualifiziert jetzt einen Menschen zum besten Freund? Na, zunächst einmal natürlich das Element Zuverlässigkeit. Wir wissen, Liebesbeziehungen sind zum Teil aufregender, sind leidenschaftlicher. Aber vom Freund will ich, dass er wirklich für mich da ist. Es gibt ja viele Lieder, nicht wahre Freundschaft soll nicht wanken. Also der Freund soll wie ein Fels sein im Strudel des Lebens. Und ich will, dass der andere mir zuhören kann und dass der andere mich wirklich versteht. Freundschaft ist ja so eine tiefe Beziehung, wo ich dem anderen was erzähle, wo ich weiß, dass der andere das auch wirklich begreift, wo ich dem anderen auch über Ängste, über Schwächen, über peinliche Situationen etwas sagen kann, über meine Fantasien, die ich im Leben habe. Und dann entsteht im Laufe der Zeit so eine tiefe Freundschaft, so eine Herzensbeziehung. Mhm. Und jetzt gibt es ja tatsächlich Menschen, also tatsächlich vielleicht sind sie sogar in der Mehrheit, die keinen besten Freund sagen. Wenn man die anspricht, wer ist denn dein bester Freund? Dann sagen die, boah, da gibt es keinen. Was ist denn da? Wieso brauchen die das denn nicht? Naja, zunächst einmal gibt es Umfragen, wo wir wissen, nur ein Drittel der Männer hat eine tiefe Freundschaft. Also zwei Drittel der Männer haben keine wirkliche Freundschaft, wo sie auch emotional über sich etwas erzählen können. Und ein Drittel der Frauen hat keine wirkliche Freundschaft. Und das ist natürlich ein Fiasko, weil wir sind dann in schwierigen Situationen entweder auf die Familie oder auf die Partnerschaft existenziell angewiesen. Und das kann ausgesprochen gefährlich werden, nicht? Wenn zwei Drittel der Männer keine wirkliche Freundschaft haben und sind von ihren Frauen abhängig. Wir wissen, dass die Selbstmordrate von Männern, wenn die Frauen sich trennen, 8-mal so hoch ist wie der Frauen. Also insofern ist es lebenswichtig, dass wir Freundschaften haben. Das Thema Frau-Mann-Freundschaft, unter welchen Voraussetzungen... Ich glaube, wir müssen Hochdeutsch mit ihm reden. Aha, Thema Frau-Mann-Freundschaft. Unter welchen Voraussetzungen funktioniert das? Ich habe Sie, glaube ich, richtig verstanden, die Freundschaft zwischen Männern und Frauen. Genau, unter welchen Umständen funktioniert das? Naja, es ist zunächst mal umstritten, ob es das überhaupt gibt. Ich habe mal eine Rundfunksendung gemacht und die Hörer riefen an. 50% waren der Ansicht, das gibt es und 50% sagten, das gibt es gar nicht.
Und ich glaube, dass mindestens eine von drei Voraussetzungen da sein muss. Entweder ist es so, dass der Mann eine gute Partnerschaft hat, dann kann es funktionieren. Oder aber sie, also die Frau, ist nicht sein Typ, dann funktioniert es auch. Oder aber der Mann ist in der Lage, wirklich Nähe herzustellen, auch über Gespräche. Wir Männer sind meistens so gepolt, dass wir eine innige Nähe herstellen über Körperkontakt. Also ab einem bestimmten Punkt werden sehr viele Männer zu Jägern und probieren es dann doch, kann man mit dieser Frau ins Bett gehen. Und es gibt aber Männer, die auch in der Lage sind, eine tiefe emotionale Nähe herzustellen über Gespräche. Und mindestens eine dieser drei Voraussetzungen muss gegeben sein. Wir wissen aber, dass gerade bei jungen Menschen ungefähr bei zwei Drittel aller Beziehungen, Freundschaften zwischen Männern und Frauen, dass da die Männer doch ständig probieren, ob das nicht doch dann eine Liebesbeziehung werden könnte oder mal eine erotische Nacht. Also hängt es am Mann, die Frauen können das sowieso. Also die Frauen sind meistens doch etwas mehr an der Aufrechterhaltung der Freundschaft interessiert. Ja. Die Männer, also die Bedrohung der Beziehung geht meistens von den Männern aus, das ist richtig. Und das Schlimme ist, in den meisten Fällen ist es so, dass zumindest einmal die vertrauensvolle Freundschaft ist, wenn man einmal miteinander geschlafen hat, vorbei, da ist dann der Geist aus der Flasche. In den meisten Fällen ist es so, dass der eine dann doch mehr an der Liebesbeziehung, die entstehen könnte, interessiert ist. Und wenn man dann am nächsten Morgen einer Frau nach einer wunderbaren Nacht sagt, ich möchte mit dir befreundet sein, das ist eine solche Kränkung. In den meisten Fällen ist dann die Freundschaft vorbei. Also ist es förderlich, in der Mann-Frau-Freundschaft niemals Sex mit der Person zu haben, weil sonst der Wind etwas fehlt, also weil sonst die Power draußen ist? Naja, man sollte wirklich in dem Augenblick, wo man weiß, es ist nur eine Freundschaft, und es soll eine Freundschaft bleiben, da sollte man die Finger wirklich stillhalten und keine Erotik draus machen, weil die Erotik auf Dauer dann die Freundschaft gefährdet. Was ist intensiver, eine Männerfreundschaft oder eine Frauenfreundschaft? Oh Gott. Es ist natürlich so, dass Frauen in den meisten Fällen besser in der Lage sind, Freundschaften zu haben als Männer. Das liegt einfach daran, dass Frauen viel leichter auch über Schwächen reden, über Probleme. Es entsteht ein anderes Schwingen emotional. Wir Männer sind meistens so gepolt, dass wir gerne von dem erzählen, was wir erreicht haben. Wir Männer rivalisieren etwas mehr. Also man erzählt dann, was alles toll ist und wunderbar. Und insofern sind Männerfreundschaften manchmal ein wenig distanzierter. Aber es gibt auch gute Männerfreundschaften. Ich bin mit einem Mann, mein bester Freund, mit dem bin ich seit über 40 Jahren befreundet. Wir treffen uns jede Woche zur gleichen Zeit und reden miteinander. Und das ist eine tiefe Freundschaft, wo wir beide auch miteinander auch schweigen können, weil eine solche Vertrautheit da ist. Wir kennen uns so lange, wir haben viel miteinander erlebt. Und es gibt auch solche Männerfreundschaften. Was unterscheidet denn eine tiefe Freundschaft von einer Beziehung? Also natürlich die körperliche Nähe. Meinen Sie von einer Partnerschaft? Ja, genau. Na, eine Freundschaft ist eine andere, kann man sagen, eine andere Konstruktion. Sie haben in einer Freundschaft immer wieder etwas Abstand. Nicht? Eine Partnerschaft ist normalerweise so, dass völlig klar ist, dann und dann sehen wir uns wieder. Entweder wohnt man zusammen oder aber zumindest ist klar, dass man die Wochenenden miteinander verbringt, dass man sich Samstag, Sonntag oder vielleicht auch am Freitag noch sieht. Also eine Partnerschaft ist eine Beziehung mit einer sehr geregelten Nähe. Und das macht Partnerschaften auch etwas schwieriger, weil sie eine ganz andere Reibungsfläche haben. Eine Freundschaft ist meistens eine Beziehung, wo sie sich jedes Mal neu verabreden müssen oder anrufen müssen, vereinbaren müssen. Das heißt, eine Freundschaft ist eine Beziehung mit einer gewissen großen Nähe und dann haben Sie immer wieder Zeiten auch eines gewissen Abstandes. Würden Sie sagen, dass auch deshalb
Freundschaften länger halten als Beziehungen? Sie sind zumindest einmal vernünftiger. Sie haben in den Partnerschaften immer das Problem, dass regelrecht der Urschleim des Lebens, also Empfindlichkeiten, Kränkungen, Erwartungen, es wiederholen sich viele Dinge aus der Kindheit. Also Partnerschaften sind normalerweise schwieriger emotional und Freundschaften sind oft etwas vernünftiger, als das in Partnerschaften der Fall ist. Und deshalb sind sie zum Teil, zumindest mal die Herzensfreundschaften, sind beständiger. Ja, herzlichen Dank. Für mich war das okay, für dich auch, Bettina. Hast du alles... alles gemacht. Gut, wir haben hier in der Sendung jetzt nämlich alle verschiedenen Formen von Freundschaften. Männerfreundschaften, Frauenfreundschaften, einen Homosexuellen mit einer besten Freundin. Also wir wollen wirklich gucken, wo sind denn da die spürbaren Unterschiede. Haben Sie uns noch einen Tipp für die Sendung? Was ich gerne immer verbreite, ist die Kunst der Freundschaft. Ich glaube, dass wir in der Partnerschaft gelernt haben im Laufe der Zeit, was muss ich alles tun, um eine Partnerschaft lebendig zu halten. Und da gibt es viele Ratgeberbücher, was man tun kann. Aber wir wissen viel zu wenig über die Kunst der Freundschaft. Zum Beispiel, wenn ich Leute kennenlerne in meinem Alter, dann weiß ich viel zu wenig über die Vergangenheit. Ich habe mir angewöhnt, dass ich den Freunden sage, kommt, wir nehmen uns einen halben Tag Zeit und dann gucken wir uns gegenseitig mal die Fotoalben an, dass ich etwas über die Vergangenheit der Leute kennenlerne. Oder wir schreiben in Partnerschaften Liebesbriefe. Warum schreibt man nicht den besten Freunden einmal im Jahr auch einen Freundschaftsbrief? Also ich weiß nicht, ich frage ihn jetzt gleich mal. Du, Patrick, wenn ich dir einen Freundschaftsbrief schreiben würde, wie wäre das für dich? Fändest du das schön oder würdest du sagen, meine Güte, da ist jetzt was... Ja, kommt drauf an, was genau drinsteht. Wenn ich sag, also wenn Herzchen drauf sind, haben wir ein Problem. Wobei Herzchen sind doch ganz nett. Ja, ist ja Freundschaft. Ja. Nee, aber ich weiß natürlich ganz genau, Herr Krüger, was Sie damit meinen. Ich ziehe es jetzt einfach ein bisschen damit auf, um dann auch den Humor reinzubringen, weil das ist bestimmt auch in jeder Freundschaft was ganz Wichtiges. Ich habe zum Beispiel auch bemerkt, dass ich mit meinem besten Freund einen ganz anderen Umgangston habe und ganz andere Sprüche mache als mit anderen Leuten. Und es gibt auch Menschen, die mir sagen, wenn du mit deinem besten Freund unterwegs bist, dann bist du unausstehlich, weil du dich aufführst, als gehöre dir die Welt. Der Humor ist natürlich in engen Beziehungen mit das Wichtigste, nämlich, dass ich die gleiche Wellenlänge habe, nicht? Und dass ich gemeinsam schwinge. Und diese gemeinsame Wellenlänge, die zeigt sich natürlich am ehesten beim Humor. Ja, und den leben wir. Ja. Wissen Sie, was natürlich auch wichtig ist, ist zum Beispiel das Thema Gastfreundschaft. Ja? Das gehört zur Freundschaft auch dazu. Wir sollten nicht nur Einzelfreundschaften haben, sondern wir sollten auch Gruppen haben, wo wir gemeinsame Erlebnisse haben. Ich habe zum Beispiel einen Kinokreis, wo ich einmal im Monat Kino gehe und alle Freunde kommen möglichst mit. Oder wir machen gemeinsame Radtouren. Oder beim Geburtstag lade ich ganz viele Freunde im Grunde ein. Wir brauchen auch gemeinsame Erlebnisse, eine gemeinsame Welt, dass man hinterher sich untereinander vernetzt. Dann würden Sie auch sagen, Freundschaft ist das wichtigste Gut. Und das feiern wir heute hier bei Rehmann an diesem wunderschönen Mittwochabend. Heute haben wir nur Freunde auf dem Sender und wir sprechen darum, warum die denn Freunde sind und wie sich das alles anfühlt. Und herzlichen Dank an Sie, Herr Krüger, für dieses offene Gespräch. Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Danke Ihnen. Danke.